Ladies and Gentlemen, wir sind soeben von unserem Agenten Mr. Holmes über die Sachlage informiert worden. Wie wir hören, ist es Ihnen zu verdanken, dass Großbritannien soeben ein strategisch wichtiger Zugang zu potenziellen neuen Kolonien verloren gegangen ist. Kolonien, die in der aktuellen weltpolitischen Lage sehr wohl über Gedeih und Verderb des Empires entscheiden könnten. Wir sind nicht amüsiert. Wir hatten kurz überlegt, sofortigen Exekutionsbefehl gegen jeden einzelnen von Ihnen zu erlassen. Doch die Tatsache, dass Sie einem erklärten Feind des Empires ebenfalls den Zugriff auf diese Kolonien vereitelt haben, hat uns milde gestimmt. Wir wollen daher zunächst von Ihrer Ergreifung absehen. Machen Sie sich jedoch nichts vor, Ladies and Gentlemen. Sie stehen ab sofort in der Schuld des Empires. Und früher oder später werden wir diese Schuld eintreiben. Betrachten Sie sich ab sofort als Mitglieder einer sehr außergewöhnlichen Liga. Für Ihre Auslagen und Anstrengungen erhalten Sie von der Krone ab sofort monatlich eine Summe von 4.000 Pfund Sterling mit genügend diplomatischen Immunität. Messieurs, Damen, ich bin sehr unzufrieden mit Ihnen. Sie haben meine Pläne durchkreuzt. Ich verspreche Ihnen, das wird nicht noch einmal geschehen. Vive la France! Vive l'Empereur! Vive moi!